zweiten Runde. Hey, bin so fertig. Ich bin gerade auf dem Weg zum Muay Thai Gym. Infinity Muay Thai oder so heißt es, glaube ich. Da war ich schon mal vor ein paar Wochen, wo ich hier in der Stadt war. Ich bin ja kompletter Anfänger. Ich habe zwar ein bisschen Erfahrung in Chiang Mai gemacht und Pattaya mit Privattraining und so. Und dann bin ich nach 2-3 Runden war ich tot. Ja. Also das Höchste, was ich mal hatte, waren 6 Runden. Und das sind ja Privatrunden, wo ich hatte. Und das ist, das ist heftig. Also wie gesagt, ich bin Anfänger und wenn ein paar Professionelle hier zugucken, ich weiß nicht, ist das viel oder ist das wenig? Also ich glaube, also meine Ausdauer ist voll scheiße. Das weiß ich selber, ja. Ist auch ein Grund, kein Alkohol mehr zu trinken aktuell. Fokus auf Training. Vorher muss ich mir jetzt noch einen Energy-Drink kaufen. Das trinken die hier immer. Ja, sehr populär sind hier diese Mini-7-Märkte. Da gibt es aber auch nicht so viel. Also die Kleinen sind immer so sehr schwerlich ausgestattet. Ja. Das ist Zucker, ja? Ja, ja. Yeah. Das ist gut für Energy, I don't know. Ja, yeah. Yeah. Oh, this one is good. This is good? Ja, yeah, it's Red Bull. Ah, das ist Red Bull, but it's not so tasty, ja? The European version is better. Okay. Ja, ich hole jetzt dann immer das trinken die hier immer. Das ist wieder Zuckerpumpe, aber für das Training ist das scheißegal, das braucht mal Energie. Aber jetzt muss ich hier mal mein großes Geld rausholen. Bye-bye. Bye-bye. Große Scheine, die machen mich immer noch fertig. Okay, Kopfschei. Das Lustige ist ja, mein neues Hotel ist ja genau in der Nähe von dem Gym. Ich muss jetzt 4-5 Minuten laufen oder so. Das wusste ich gar nicht. Das ist reiner Zufall. Also, als wenn das Schicksal es gut meint mit mir. Hart zu trainieren. Das Geile ist ja immer, hier über die Straßen rüber zu kommen. Man muss einfach laufen manchmal und sein Leben riskieren. Und darauf hoffen, dass die Leute Rücksicht nehmen. Ja, geschafft. So, jetzt bin ich hier angekommen in der Straße. Jetzt gehe ich rein und saugeil ist das hier. Keine Ahnung, wie die das hier reingebracht haben. Aber das ist geiles Ambiente. Das ist das Gym von außen. Ich gehe jetzt mal rein. Gym, alles was man braucht. Das ist die kleine Trainerin. Ich weiß jetzt den Namen nicht, die spricht auch kein Englisch. Aber alter Vater. Die ist voll der Terminator. Die macht dich voll kaputt. Ich bereite mich jetzt mal vor. Also ich ziehe mir jetzt die Bandagen an. Ich weiß aber noch nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und dann aufwärmen. Ja, jetzt habe ich hier, ich habe mir mal Bandagen gekauft. Ich habe wie gesagt keinen Plan, wie das geht. Ich probiere da jetzt einfach rum. Und irgendwie wird das schon klappen. Also ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt. Jeder zeigt es anders. Und die rechte Seite geht ganz gut, aber die linke habe ich immer Probleme. Ja, ich habe es irgendwie geschafft. Nicht perfekt, nicht wirklich, aber sie halten. Ja, sie halten irgendwie. Das wird man jetzt gleich im Einsatz sehen. Jetzt mache ich mich mal warm. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oh,
kriege ich auch die Kicks nie richtig gescheit hin. Das muss ich echt noch, da muss ich echt noch dran arbeiten und geschmeidiger an der Hüfte werden. Aber es ist ein bisschen problematisch halt mit dem Reisen, ne? Dass man das halt relativ unregelmäßig macht alles. Und Muay Thai sollte man schon regelmäßig machen. Gerade das Dehnen rächt sich schnell, wenn man das lässt. Also bei mir. Was man jetzt hier natürlich nicht merkt im Video, es ist arschwarm hier in der Halle, also extrem. Das macht natürlich dann noch schneller kaputt, ja, als wenn man jetzt draußen trainieren würde. Da habe ich meinen Handtuch vergessen. Naja, das tut's auch. Oder nicht? Channel. Please subscribe and click the like. Thank you. Jetzt sitze ich gerade mal draußen nach der zweiten Runde. Hey, bin so fertig. Boah, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, die Kicks, die machen mich so kaputt. Und ich bin auch so langsam. Ich weiß nicht warum. Weil ich ein alter Mann bin oder was? Eieiei. Schreibt mir mal in die Kommentare jemand, der Muay Thai macht, was ich verbessern kann. Also bei mir ist echt ein Problem, ich bin so schnell aus der Puste. Keine Ahnung. Habe ich gerade durch einen Block, den man glaube ich ja so macht, keine Ahnung wie, voll auf Schienbein gekommen. Ich bin zwar ein paar Tage vorher gegen das Bett gerammelt, aber das hat mir jetzt einen Rest gegeben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, es tut schon weh, aber weiter geht's. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. So, jetzt sitze ich nochmal draußen hier in der frischen Luft, in Anführungsstrichen. Ist trotzdem warm wie Sau hier in der Halle. In der Halle geht es aber kaputt. Ja, also es ist so hart, also es ist unglaublich. Ich denke mal, das Wetter, das spielt halt schon eine große Rolle hier. Und wenn es so warm ist, wir haben, glaube ich, über 40 Grad. Ist komplett geisteskrank.
Ja, und die Kicks machen mich übelst fertig. Die Punches, die gehen so. Ich bin zwar echt langsam, aber die Kicks, boah. Gut, bist du Bände. So, jetzt bin ich fertig. 1,5 Stunden jetzt trainiert. Boah, heftig, wirklich heftig. Hat jetzt 60.000 gekostet, 60.000 Kipp. Das sind 3 Euro. 3 Euro für so ein gutes Training, kann man nicht sagen. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen, wie ich mich anstelle, wie der erste Mensch. Absolut kein Plan von Muay Thai, aber egal, ich probier's. Und kommentieren, abonnieren, Augen nach oben. Danke, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.